Ein Wort ist der Abgeordnete Elmar Mayer. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Staatssekretär, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich habe mich bemüht, auch kurz darum bemüht, zwei, drei Sätze zum Thema sagen zu dürfen, weil ich, seit ich hier tätig bin, mich bemüht habe, auch die Möglichkeit zu schaffen, dass man die ganzen Bildungseinrichtungen auch die Möglichkeit gibt, von außen einer Betrachtung und einer innovativen Entwicklung zu unterwerfen, beizuziehen, weil ich glaube, dass der Blick von außen ein entscheidender Schritt sein kann, neue innovative Ideen, die es schon gibt, die zum Teil entstehen können, da Töchter darauf hingewiesen, im gesamten Autonomiebereich, was hier alles sich entwickeln kann, tut. Und ich weiß, wie engagiert die vorherige Ministerin Gabi Scheini-Hosek in diesem Bereich war und sich darum bemüht hat mit dem Herrn Staatssekretär, dass diese Dinge auf Schienen kommen. Und es ist ein weiterer wichtiger Schritt, auch das ist mir wichtig, heute noch zu sagen, wenn man denkt, aus dieser Rechtszahlung der Bankenabgabe aus 1 Milliarde, wir haben heute, wir wissen, dass 100 Millionen in den Ausbau der Fachhochschuleinrichtungen gehen, 100 Millionen in den Schwerpunktbereich Grundlagenforschung, eben die jetzt diskutierten 50 Millionen für den Bereich Innovationsbildungsbereich und haben heute diskutiert über die 750 Millionen für die Ganztagsbetreuung. Und dass hier etwas untergegangen ist, weil man sehr stark den Wert auf die benachteiligten Kinder gelegt hat, man darf nicht vergessen, dass bei einer gut organisierten, und auch das ist wichtig, durch diese Begleitung von außen und neue innovative Maßnahmen und Betrachtungsweisen, Initiativen, dass genau jene Schule auch Möglichkeit bietet, nämlich begabte, talentierte, noch besser sich entwickeln zu lassen, noch besser kreativer werden zu lassen und dass diese Dinge auch tatsächlich dann entsprechend auch eingebunden sind und in ein Gesamtpaket eingebunden sind. Und der, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir heute auch diesen Bereich, der die Möglichkeit gibt, von außen das ganze Bildungsbereich nicht nur zu beflügeln, sondern auch mit neuen Ideen anzustoßen, kreative Kräfte zu fördern, dass das getan wird. Und ich bedauere, dass die FPÖ hier wiederum nicht mitgehen kann. Grüne, Neos, Team Stronach leider wieder nur bei der FPÖ mit dabei. Ich bin überzeugt, wäre die FPÖ-Regierungspartei, wäre sie die Erste, die das glühend vertreten hätte, was wir heute beschließen. Sie wissen das, Herr Kollege Daimek. Danke.